Was aussieht wie ein Shoppingtag im Möbelhaus, hat einen ernsten Hintergrund. Die Flutflüchtlinge von Wirbelsturm Harvey in Houston finden hier zurzeit Unterschlupf. Unternehmer Jim McInvale hat seinen Ausstellungsraum in eine Notunterkunft verwandelt. Sie waren froh, hier zu sein und haben geholfen und gehen jetzt wieder nach Hause und werden hart arbeiten müssen, um alles wieder aufzubauen. Sie haben alles verloren, also werden wir diesen Menschen auch künftig helfen. Neben Schlafplätzen stapeln sich auch Spenden im Geschäft. Einige Freiwillige helfen beim Kochen. Er hat seinen Laden für uns geöffnet. Er hat ein gutes Herz und ich danke Gott dafür. Wenn er nicht sein Geschäft für uns aufgemacht hätte, hätten wir nicht gewusst, was wir tun sollen. Wir wären auf der Straße gewesen, im Wasser. Derweil geht das Hochwasser in Houston zurück, aber die Opferzahlen steigen. Die Behörden gehen von mindestens 33 Toten im Zusammenhang mit dem Sturm Harvey aus. Die Rettungseinsätze für Menschen in überschwemmten Häusern dauern an.